So, dann herzlich willkommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Bild erscheint. Ich habe jetzt so lange gewartet. Doch, es kommt. Der Kontrollmonitor zeigt mir jetzt gerade an. Also gut. Heute kann ich auch die Sendung relativ kurz halten, denn heute kann und muss die Gaps halten, die vor Tagen und Wochen in den Videos besprochen worden sind. Ja. Man kann hier im DAX, gab es ja drei verschiedene Zonen. Die erste Zone, da wurde jetzt nur die Bayer-Aktie gekauft. Hier wurden die anderen gekauft. Im Index noch nichts. Im Index wurde dann bei 9.860 die erste Position gekauft. Und gestern halt mit Gewinn eine andere Position. Das war aber Intraday. Für dieses Szenario war noch angedacht, dann eben unter der 9.800 Punkte zu kaufen. Wenn ich jetzt hier die damalige Zone, ja, die wichtige Zone, also die wahrscheinlichste war eher das. Und die wichtigste ist jetzt halt hier, dass diese Zone auf jeden Fall auf Schlusskursbasis hält. Und wenn man hier sieht, wurde jetzt exakt die Gap-Kante erreicht und sozusagen das Gap hier geschlossen. Anschließend gab es auch schon einen bullischen Pullback, der aber wieder, ja, zur Hälfte wieder abverkauft worden ist. Also ist hier jetzt sehr wichtig, dass diese Zone hält für, ja, für Trend-Trader, die dann eben erst bei prozyklischen Kaufsignalen einsteigen wollen, bietet sich dann erst an, wenn hier die Rainbow-Oberkante im Tageschart überwunden wird. Allerdings hier unten könnten jetzt eben, ja, schöne Gewinne schon winken. Bislang erscheint mir trotzdem das Szenario, weil halt der Markt relativ schwach ist, auch die Aktien schwach sind, also die deutschen Aktien, die präsentieren gute Zahlen und werden dann trotzdem abgestraft. Ja, es ist für mich maximal auch nur jetzt bislang nur leider erst 50-50 Chance, dass eben das Level hält. Was jetzt hier eben auch deswegen Tag des Gaps bezeichnet wird für mich, ist hier eben die Tatsache, dass der Nasdaq war eben hier unten auch noch ein Gap bei 4.291 Punkten offen. Genauso wie hier oben, wo ich gesagt habe, hier kann aber oder sollte eigentlich auch im normalen Parketthandel, wir sind jetzt eben im Parketthandel unterwegs, das geschlossen werden. Was eben nur, und da war eben der Index eben vorbörslich dran, das hat er eben nur vorbörslich geschafft, exakt hier diese Marke anzulaufen. Und heute wieder exakt die untere Linie vorbörslich. So, also das muss man die Nasdaq-Indikation, Futures-Kurse definitiv genauso beobachten wie den Nasdaq, aber heute noch mehr als sonst. Wenn sich hier das gleiche Bild ergibt wie damals, dass es nur vorbörslich ist, ist es hier, wie man eben hier sieht, war das bärisch, kann es hier eben jetzt stark bullisch vielleicht wirken, dass viele Marktteilnehmer im Parketthandel auf ein Gap Close warten, aber eben vergeblich warten und dann in den Markt rein müssen. Genauso wie hier, wo viele vielleicht antizyklisch rein wollten nach dieser gewaltigen Aufwärtsbewegung, kam nicht. Und dann gab es ja hier, sieht man ja den kräftigen Abverkauf von, ja, rund 300 Punkten jetzt. Also, beide Indizes stehen jetzt vor wichtigen Marken und sollten jetzt zum Wochenabschluss eben diese Marken sollten da gehalten werden. Bei Gold konnte sich jetzt hier an der Rainbow-Oberkante leicht abstoßen. Das Kauflimit wurde ja gestern hier gesetzt bei 1260 Punkten rund. Silber steht ebenfalls hier an der Oberkante. Ja, ist jetzt hier schwierig, ganz die genaue Prognose zu treffen. Natürlich ein Rückfall, vielleicht hier auf 16,50 wäre auch definitiv schön, um einzusteigen. Sonst muss man eben auch in den unteren Zeitebenen eher prozyklische Signale abwarten oder einen Einstieg vielleicht eben unter der 17 US-Dollar-Marke vielleicht nochmal zu suchen oder eben noch weiter tiefer. Bei den Aktien, Siemens hat eben wie gesagt gute Zahlen ja präsentiert, da gab es hier das Gap. Da wurde
eingekauft und steht im Plus. Vonovia kommt hier nicht in den Genuss eines Gap Close, kann sich hier oben schon seit Tagen halten. Rewe ist ja eben knapp ausgestoppt worden, ist hier runtergefallen. Die Deutsche Telekom ist hier in den unteren Bereich gekommen. Die Aufwärtstrendlinie konnte nicht gehalten werden und auch unter die sehr bullische Vorsicht Long Marke ist sie gefallen. Aber hier es gibt, wenn man auch seit 2015 sogar, wie oft wurde hier der Bereich manchmal exakt angelaufen, die Unterkante, manchmal ein bisschen rund, ein bisschen drunter. Aber hier ist ein wichtiges Niveau erreicht und kann hier auch ansteigen, allerdings eben nicht mehr, sicherlich, in meinen Augen nicht mehr sicherlich so dynamisch, sondern es sind die Kursziele dann definitiv weiter unten zu handhaben. Die Deutsche Post, kommt der Einstieg relativ nahe, wird vielleicht eben nicht mehr dann genau das Level erreichen, hier den im Future. Wurde ja am Tag davor schon genau das Gap geschlossen. Und hier ist jetzt, im 4-Stunden-Chart. Es ist bislang hier ein exakter Doji. Mal schauen, wie sich hier die Kerzenformation dann sich noch verhält. Die Allianz, hier ist ja wegen Dividendenzahlungen ein riesen Gap entstanden. Wenn man jetzt hier die 7 Euro eben abzieht oder hier wieder dazu zählt, steht sie hier über diesem Gap. Klar ist dadurch schon das Chartbild etwas beeinträchtigt, aber wenn man das als eine Impulswelle sieht, dann ist eben hier der Stopp genau in dem Tief zu sehen und er hält noch. Das war's. Also man muss hier definitiv heute auf die Gaps achten. Sollten die eben halten, sehe ich hier sonst weiche ich natürlich nicht von der Prognose ab, dass der DAX die Chance hat, dann doch die nächsten Wochen auf 10.700 Punkte anzusteigen, aber dann eben erstmal allmählich die prozyklischen Kaufsignale dann abklappern. Das ist jetzt hier alles definitiv antizyklisch und auch nur für den spekulativen Trader gedacht. Danke fürs Zuhören und bis später.